Hallo und willkommen wieder mal bei einem von meinen Videos. Wir sind wieder bei Jurassic Park und diesmal, wir wurden gerade von einem Auto abgeholt und ich bin diesmal alleine, aber ich mach's trotzdem das Let's Play. Ich hoffe mal euch gefällt's und ich bin mal leiser, damit ihr die Szene hören könnt. Dad, da! Gut, hier müssen wir raus. Das war unsere Tour. Vergessen Sie nicht, im Souvenirgeschäft vorbeizuschauen. Das ist echt im Eimer. Gehen wir. Na gut. Hallo? Hey, kann uns jemand helfen? Hallo? Was ist passiert? Wo sind die alle? Sehr interessant. Und auf dem Boden uns von. Das Boot hat noch nicht alle zurückgebracht. Wahrscheinlich wegen des Sturms. Ja. Der Sturm wird auch ein Schuld sein. Naja, möglich wär's. War schon wie Blut aus. Ach, Jesse, bleib doch bei unserer Patientin. Ich werde mich noch ein bisschen umsehen. Okay? Okay, aber warum redest du so? Jemand will uns kontaktieren, oder? Es kommt aus den Lautsprechern. Sie müssen über den Notrufkanal senden. Moment, ich werde das zurückverfolgen. Na gut. Hier ist nichts. Oh mein Gott, ich sehe schon, dass wieder anstrengend. Sie sind Klaue am zweiten Zeh. Velociraptor. Was zur Hölle ist hier passiert? Also es sind vermutlich ein paar Menschen dabei gestorben, was auch immer passiert ist. Oh mein Gott, bitte halt jetzt auf die Burschen, das Rauschen da. Also nicht wegen meinem Mikro, das ist beim Spiel. Was ist passiert? Moment mal. Total im Eimer. Epic. Hier ist ein Funkgerät. Kann ich helfen? Da ist es. Jetzt den richtigen Kanal? Hä? Maus bewegen, um den richtigen Punkt zu finden. Zum Bestätigen klicken. Oh, jawohl. Na. Oh, ich glaube, ich muss... Das alles grün ist. Okay, ich muss das finden. Warte. Genau da. Komm schon. Jawohl. Hallo? Hallo? Hier ist Jerry Harding, der leitende Tierarzt. Ich weiß, wer Sie sind. Hier ist Laura Sorkin. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Fahrt. Dr. Sorkin, Sie sind noch auf der Insel? Wir sitzen im Feldlabor fest. Die Straße ist unterspült und die Telefone sind tot. Und was ist mit Ihnen? Entkommener T-Rex. Wir haben einen T-Rex auf der Tourstrecke gesehen. Es ist ein Glück, dass meine Tochter und ich noch leben. Wissen Sie, was los ist? Die Sicherheitssysteme sind zusammengebrochen. Da bricht im Park natürlich das Chaos aus. Scheint, als hätte Hammond schon evakuiert. Ich denke mal, er wollte uns nicht zurücklassen. Nein, natürlich nicht. Ich versuche, auf dem Festland anzurufen. Die sollen uns einen Helikopter schicken. Ich habe hier eine sehr kranke Frau. Scheinbar wurde sie gebissen, aber ich weiß nicht, wovon. Auf jeden Fall etwas Hochtoxisches und... Toxisch? Ausgefranste Wundränder? Heterodonte Bissspur, etwa 20 cm Kieferbreite? Ja, genau so ist es. Was ist mit Ihren Augen? Farbloses Klärer? Obsoklone? Ja, richtig. Genau so sieht es Verdammt. Aus. Ihnen bleibt nicht viel Zeit.
Sie wird mit Sicherheit Krampfanfälle bekommen und nicht wieder zurückkommen. Haben Sie Carfentanyl? Keine Ahnung, was das ist. Nein, habe ich nicht, Doktor. Wozu sollte ich... Ich habe jetzt keine Zeit für Erklärungen. Ein Viertel Milliliter reicht, wenn sie klein ist, weniger. Dr. Sorkin, bei allem Respekt, aber diese Dosis würde Sie töten. Dr. Harding, Sie müssen mir vertrauen. Sie brauchen ein starkes Beruhigungsmittel gegen die Toxine und zwar schnell, wenn Sie überleben sollen. Na gut, okay, vielleicht im Labor. Nein, stopp, die Betäubungspfeile für das Gewehr. Das ist eine Endorphinmischung. Das könnte klappen. Geben Sie ihr das so schnell wie möglich. Bleiben Sie so lange bei ihr. Wenn das Zittern beginnt, müssen Sie sie ruhig halten. Aber ist das nicht gefährlich? Wenn normalerweise jemand einen Anfall... Bitte befolgen Sie bloß meine Anweisung. Ihr Leben hängt davon ab. Rufen Sie mich auf diesem Kanal, nachdem Sie ihr das Beruhigungsmittel verabreicht haben. Das genügt. Ich brauche einen Ort, an dem ich sie behandeln kann. Und ich brauche... Betäubungspfeile. Ich hab's gehört. Sie sind im Auto. Ich hol sie. Okay, ja. Hör zu. Wenn du etwas siehst oder hörst, geh kein Risiko ein. Komm einfach sofort zurück. Okay. Keine Angst. Das mache ich. Na gut. Sie kann's schaffen. Oh, der Baumeister. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen es. Komm schon. Okay, brav. Sie kann stiegen gehen. Sie ist richtig gut. Sie ist richtig gut im Stiegen gehen. Oh, ich bin nicht gut. Ich bin ein Noob im Stiegen gehen. Richtig. Oh, ich bin richtig schlecht im Stiegen gehen. Ach du Scheiße. Und denn dann? Was geht mit dir ab? Oh nein. Gott. Komm schon, komm schon. Mach die Autotür auf. Epic Fail. Da, stein, nee. Nimm's einfach. Okay, weg. Okay. Jawohl, überlebt. Dabei. Was? Na gut. Anscheinend ist diese kleine Episode vorbei. War nicht sehr spannend, aber wir haben Betäubungspfeile geholt. Also ich hoffe, euch hat's gefallen. Und lasst, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und ein Abo. Und ich hoffe mal, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.